Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Akuchi the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier im Le vorm Level Huthammer stehen geblieben und haben das Level Stygia beendet. Da haben wir die Statue des Schlangengottes Malur wieder aufgebaut. Und genau, würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein hier in dieses Level, ne? Huthammer, sehr schön. So, los geht's. Wenn die Katze mitmacht, ja. Huthammer Fäule, okay. Die Schattendämonen müssen gebannt werden. Alle Dämonen fürchten die Wahrheit des Lichts. Okay, Der interessant. Drang des Barons, die Unterwelt vom Übel meiner Vorfahren zu säubern, ist offenbar nebensächlich für ihn. Ich soll dem Höllenschlund auch noch die Zähne ziehen. Aber wenn es mich am Ende zu Kesho führt, tue ich auch das mit Freuden. Ja, erste Zweifel an den Plänen vom Baron, hä? Ah, Moment, so, wo jung ich das jetzt genau, so, zack. Hier sind nämlich Käfer, die da aus Büschen rauskommen. Höllenschlag. Sehr nett auf jeden Fall und schon, zack. Ah, nein, 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 nein. Blödes Vieh. So, dann müssen wir nämlich hier dran schlagen. Und da kommt dann nämlich oben eine Kiste raus. Eine Kiste aus der Kiste, sozusagen. Und jo. Gehen wir da mal hoch, weil da oben haben wir nämlich eine Wulu. Kommen da jetzt endlos viele Leute hier raus, oder was? Zack. Kommen jetzt endlos viele Gegner? Kann man hier Leben farmen, oder was? Ja, sieht so aus. Zack, 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 zack. So. Hier kommen echt endlos Gegner raus. Oh, ich hab's gerade gesagt und schon kommen keine mehr. Boah, scheiße. Ja, fast gestorben. Aufpassen, hey. Aufpassen, Akuchi. So, weiter geht's. Da habe ich nämlich schon einen Kopf hinten gesehen. Und zwar hier vorne. So, wenn man den. Hier diese Pflanzen. Da müssen wir nämlich drauf springen. Und direkt hoch, weil. Zack, seht ihr. Das sind so Crash Bandicoot-Pflanzen. Also so fleischfressende Dinger. Die gehen aber nicht direkt hoch, sondern die gehen nur hoch, wenn man drauf stehen bleibt. Also alles gut. Ah, was ist das denn hier wieder Feines hier? Lecker, lecker. Eine Blutpflanze. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. So, geh hoch hier. So, zack, zack, zack. Und genau, dann haben wir jetzt hier. Oh, ein Affe! Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Ey, 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 ey. Zack, zack, zack. Sehr schön. Boah, ist das ein Riesenaffe gewesen. Boah, wie heftig. Ja, die Gegner werden krasser hier auf jeden Fall. Ein Herz, sehr Geisterhieb. schön. Oh yeah. Oh, ich habe ehrlich keine Zauber mehr. Okay. Ah, da ist schon so einer. Seht ihr den? Das ist ein Dämon. Und wenn man da hingeht, dann. Wenn man da hingeht. Zack, der attackiert uns. Und wir können nichts tun. Wir brauchen Kerzen dafür. Oder ein Licht, wie es der Baron gesagt hat. Und genau, das Licht sehen wir hier oben. Indem man hier weitergeht, indem man die Kamera ausrichtet. Ja. Haben wir hier nochmal zwei paar Puppen hier. Ah, gleich wieder 100. Sehr geil. Gleich wieder 100. Dann kriegen wir wieder mehr Energie. Sehr geil. So, aber erstmal hier. Scheiße. Ich dachte, man stirbt wieder, ey. Ich habe bis jetzt noch keinen Checkpoint gekriegt, deswegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, das ist die Scheiße, wenn es Abgründe gibt. Ah. Es ist ja wie bei Ting Shu, ne? Also ich hasse Abgründe, abgrundtief, ey. Abgrundtief, ja. Genau, abgrundtief hasse ich Abgründe. Das ist, ja. Abgrundtief hasse ich Abgründe, die abgrundtief sind. So ungefähr. Aber Moment mal. Moment mal. Hier an der Stelle weiß ich noch. Da, guckt mal. Da sind Affen da unten. Seht ihr die? So, und noch einen. Ah, drei Stück reichen, alles klar. So. Den haben wir doch präventiv gekillt. So, jetzt. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Und zack. Ah, nein. Zack. Okay. Sehr gut. Das hat geklappt. Oh, was ist das denn da oben? Da ballert einer auf uns. Ah, das ist so ein. Schaut mal. Das ist so ein automatisches Repetil-irgendwas-Dings. Keine Ahnung. Es spuckt auf jeden Fall so Dinger aus, aber das dulden wir nicht hier, deswegen weg mit dir. So, genau. Gut, dann.
Geht's mal hier hoch. Und da ist eine Voodoo-Puppe. Sehr schön. Die vorletzte. Eine noch und dann haben wir alle. Das ist geil. Das war, da haben wir, sind wir, glaube ich, sogar besser dran als in meinem Let's Play damals. Da habe ich nämlich meine 100. da vorne erst gekriegt. Zwar auch in diesem Level, aber... Ah, Feuersturm. Aber an einer anderen Stelle. Da ist ein Kopf. Zack. So. Den hätten wir. Ja, das war an einer völlig anderen Stelle, wo ich beim letzten Level die letzte Puppe bekommen habe. Und? Yes! Da haben wir unsere Energieleiste bekommen und pünktlich ruckelt's. Pünktlich fängt's an zu ruckeln. So, egal. Dann geht's mal weiter hier in die Richtung. Diese Kamera, ne? So, zack. Da ist ein Herz. Schön. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Moment mal, hä? Hä? Wo war das nochmal? Ich muss nochmal kurz hier vorne hin. Ah, hier ist doch noch... Ja. Irgendwie ist das anders als in meinem Let's Play, oder? Nee, stopp, gar nicht wahr, nee. Hier ist es doch. Geh da drauf jetzt, so. Zack. So. Was haben wir jetzt? Ah, es fällt eine Kiste vom Himmel. Alles klar. Ja, ein bisschen humanitäre Zwecke, sozusagen. Wenn in den Kisten Essen drin wäre. Jo. Ah, das ist ein Affe. Zack, 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 weg mit dir, mein Freund. Das war's. Ja, wenn man weiß, wie, sind diese Affen eigentlich ziemlich einfach. Aber wenn man nicht weiß, wow. Wenn man nicht weiß, wie, dann können die einen ziemlich nerven. Moment. Ah, ich habe gerade versucht, hier wie ein Tankschuh hier an der Wand mich festzubacken, aber zack, 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 zack. Sehr schön. Noch nicht mal gesehen. Das ist dann natürlich doppelt geil, ne? Ah. Oh, ruckel, 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 ruckel. Genau, beim letzten Let's Play habe ich nämlich hier die letzte Puppe bekommen. Das heißt, ich habe eine mehr. Oder war das die da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine von den beiden. Ich habe auf jeden Fall ein oder zwei mehr jetzt. Das ist gut. Sehr gut. So. Genau, da ist noch ein Zauber. Der Geisterhieb. Nehme ich gerne mit. Dankeschön. Ja, das erste längere Level jetzt hier, ne? Also es ist nicht gerade kurz. Und Moment. Moment mal. Wie viele Köpfe habe ich denn? Zwei Köpfe. Ha. Na ja, gut. Schauen wir weiter. Ja, genau, zack. Ja, schade, das hat nicht geklappt. So, da ist wieder so ein Ding da vorne. Wow! Oh! Ey, mach doch nicht sowas mit mir. So, zack, zack. Sehr schön. Was war's mit dir? Oh, zack. Großes Herz habe ich gar nicht gebraucht, seht ihr. So, weiter. Zack. Ja, wie gesagt, also... Das erste Level, was wahrscheinlich länger als 20 Minuten wird jetzt. Ah, ich hab's doch eine Idee. Jetzt kommt nämlich hier wieder die zwei Affen. Ja, genau, da sind sie doch, meine Freunde hier. Ah, komm schon. Oh, es ruckelt wieder, scheiße. Ich hab nämlich keinen Bock auf die, deswegen kill ich die jetzt von hier. Auch wenn ich irgendwie nur wild wichsend drauf losschieße, aber es ist ja egal. Ich treffe die trotzdem. So, zack, zack, zack. Das war's jetzt aber, oder? Yes, sehr schön. Okay, alles klar. Dann geht's mal weiter. Oh Mann, das war knapp. Boah, ich wäre fast runtergeflogen, ey. So, jetzt hier einmal. Einmal dieses Holzding, das geht hoch. Sehr geil gemacht. Und jo, genau. Ah, die Grafik ist schon nicht schlecht für ein altes Spiel, muss ich sagen. Also, haben sie doch realistisch ein bisschen gemacht, so hier mit den Pflanzen und so. Ja, so, zack. Ah, okay, man kommt da weiter. Aber man kann ja auch so schon hier hin, ne? Braucht die Kiste gar nicht. Oder doch, man braucht sie doch. Um hier drauf zu kommen. Dann hier drauf, genau. Ja, versuch mich zu fressen, aber es wird nicht funktionieren. Na, zack. So, dann geht's wieder auf ein Blatt hier. Das sind so Trampolinblätter. Das ist ziemlich geil. Und, jo. Würde ich mal sagen. Ah, draußen ist gerade ein Krankenwagen, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr den hört, aber das ist gerade ziemlich nervig. Polizei oder was fährt hier vorbei? Oh Gott. Oh, ist das laut.
Aber ich weiß nicht, ob ihr den hört. Ich hoffe nicht. Ah, er fährt gerade vorbei. So. Jetzt sollte Schluss sein mit dem Geräusch. Zack, 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 zack. Regenbogenkanone. So. Und zack, zack, zack. Da ist der zweite Kopf. Jawohl. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, erst. Ah, nee, der dritte schon. Ah. Ich dachte, es wäre erst der zweite. Alles klar, dann gehen wir hier runter und zack, genau. Und direkt hier mit der Regenbogenkanone auf das Ding da, weil das ist das Nest von den Vögeln. Und die können ziemlich nerven, wie ihr seht. Oh, ey. So, sehr schön. Gut, dann 180, wie beim Darts, ne? 180. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr Darts guckt, aber ich mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ich finde Darts einfach, es ist schade drum, es ist jetzt einfach zu Mainstream geworden. Ich habe es halt damals fast 5-6 Jahren noch geguckt. Aber, ja, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Ich bin halt nur drauf gekommen wegen der 180. Und es laggt wieder ein bisschen. So. Interessiert mich mal, also spielt ihr Darts? Also guckt ihr das? Spielen vielleicht auch, ja. Guckt ihr Darts? Das ist... Ich find's einfach geil, wie sich besoffene Engländer einfach einen abgrölen, wenn da irgendwelche Leute eine Dartscheibe abschmeißen. Ich weiß nicht, hat Stil irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt machen wir hier das Ding kaputt. So, dann geht's mal weiter. Ah ne, erstmal runter. Erstmal runter, stimmt. Weil hier unten ist nämlich noch was, seht ihr das? Da ist noch eine Puppe. Und noch ein Käfer oder so, kommt da bestimmt raus. Hey, komm raus hier, zack. Ne, geht nicht, okay, schade. Nur für die eine Puppe bin ich jetzt hier runtergegangen. Aber eine Puppe ist eine Puppe. Ja, und jetzt hier wieder hoch. Ja, sehr schön. Und direkt rüber. Zack, direkt rüber. Oh, sehr... Nein! Ah, schade, ey. Es hat fast geklappt. Ja, es wäre schön gewesen. Jo, dann mal weiter. Noch ein Versuch. Und zack, direkt hoch hier. Sehr schön. Jetzt hat's geklappt. Seht ihr? Meistens klappt es so nach dem zweiten bis dritten Versuch in solchen Spielen. Hä? Und ruckel. Danke. Ich weiß nicht, also nur in dem Spiel. Bei Deng Shu auf dem PS2-Emulator, der eigentlich mehr Ressourcen erfordert, ruckelt es nicht, komischerweise so krass. Manchmal ja, aber auch nur Slowdowns und keine Ruckler so wie hier. Ah, ich höre was. Ah! Scheiße. Oh! Uiuiui. So. Das war gut. So. Habe ich hiervon noch eine Dose gesehen, genau, da. Zack. Gefangennahme. Ah, ja, Gefangennahme. Der Zauber, der mich verbuggt. Ah! So, weg mit dir. So schnell geht's. So, dann... Oh, hier, hier, was haben wir denn hier? Ah, da kann man runter, alles klar, dann gehen wir runter. Mal hier, in diesem Level. Steht man dem Tod sehr nah. Durch diese ganzen Abgründe, ne? So, aber... Ich habe hier auch wieder einen Mini-Soundbug, aber ich glaube, den hört man nicht. Oh, was war das? Ah, ich warte mal den Ruckler ab. So, jetzt... Ah, nein! Es ruckelt immer noch. Ah, ich habe es geschafft. Hey, geil. Genau, da sind jetzt die Kisten runtergekommen. Ne? Wieder hoch hier. Und weiter geht's. Ich liebe die Mucke. Die Mucke ist geil. So. So, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist egal. Weißt du, Akuchi ist einfach so gemütlich, weiß ich da. So, jetzt kann man nämlich auch direkt hier hin, weil da hinten... Ah, nein, das hat nicht geklappt. Weil da hinten waren nämlich noch ein paar Sachen für uns. Und bevor man erst hochgeht, dachte ich... Oh, ja, jetzt hänge ich wieder hier an dieser Stelle fest, ne? Und zack, zack, zack. Schon schneller, zack. Genau, weil hier vorne, da sind ein paar... Vielleicht seht ihr das schon, da war so ein Zauber. Boah, dieser Sprung, ne? Der hat mich auch im Let's Play übelst abgefuckt. So, genau, da haben wir jetzt nämlich hier. Seht ihr da unten das? Da kommt man aber von hier nicht hin. Und wenn ich das jetzt versuchen würde, würde ich abstürzen. Und da oben ist ein Kopf. Habt ihr vielleicht kurz gesehen. Wir müssen da von der anderen Seite hin. Jetzt kommt ein Affe.
genau, der Affe. Oh, Ruckel, ey. Ruckel, oh Gott, Ruckelmeister. Oh, Junge, hau ab. Du nervst. Du nervst, Junge. Oh. Zack, genau. So. Man kann nämlich von hier da rein. Wenn ihr mal guckt. Wenn ihr mal schaut. Von hier kann man da unten rein. Probiere ich mal. Und... Yes, ich bin hier. Seht ihr das? Jetzt haben wir nämlich hier den Zauber und ja. Ich probiere jetzt mal direkt da drauf zu springen, ob das geht. Und yeah, geschafft sogar. Geil. Kann man hier eigentlich runtersliden, wenn man das zu viel... Ne, ich glaube nicht. Oh, diese scheiß Ruckler hier. Die nerven mich. So, egal. So, dann holen wir uns jetzt noch den Kopf schnell da oben. Dazu müssen wir nicht auf die Leiter, glaube ich, oder? Wie war das noch? Doch, erstmal hoch. Stimmt. Jo. Wie gesagt, es ist sehr kalt draußen im Moment. Also, das sieht hier nicht so aus, aber... Oh Mann, es ist gerade Winter im Januar. Also, beziehungsweise Anfang Februar. Und ja, macht keinen Spaß im Moment. Aber ja. Oh nein! Ah, blöd. Wieder von vorne hinlaufen hier. Ah, das ist blöd, weißt du, wenn man einmal, wenn es einmal verkackt, den Sprung, dann muss man direkt wieder, immer wieder von unten rein. Das ist, ja, keine Ahnung. Irgendwie suboptimal gelöst hier. Aber, und, oh, ich falle immer daneben, fuck. Moment mal. So, eieiei, Ruckel, danke. Aber du kannst mich ruhig da hochglitschen, das würde ich sehr gut finden von dir. Naja, egal. Schauen wir mal. So, jetzt aber. Komm. Letzter Versuch hier. So, komm schon. Ja, sehr schön geschafft. Und... Yes, da ist der Kopf. Geil. Okay, da... Man hätte theoretisch auch von da oben... Egal. Man hätte theoretisch auch von da oben springen können. Aber ich glaube, wir sind auch bald durch, wa? Also mit dem Level hier. Das geht, glaube ich, nicht mehr so lang. Wir haben alle Köpfe, ne? Ja, wir haben alle Köpfe. Wow! Okay. Das ist wieder so ein Repetierer. Zack, zack. Und den anderen auch. Zack, zack. Das ist am einfachsten halt mit diesen Seelensuchern hier, ne? Also mit den Geisterhieben. Gefangennahme habe ich auch gut, aber Geisterhiebe sind noch besser. So. Zumal ich Angst habe, dass da wieder ein Soundbug kommt, wenn ich die, wenn ich das die Gefangennahme zauber. Yo, schieß das mal ab für mich. Dankeschön. Du bist ja nett, Freund. Oh, zwei Geisterhiebe. Zack. Sehr schön. Das ist doch effizient. Hier hoch? Geil, direkt bekommen. Sehr gut. Aber hier jetzt mal einmal auf Baumhaus hier. Ah, da unten ist ein Altar. Sehr schön. So, dann einmal kraxeln. Hey, Kraxel. So. Einmal rüber hier. Nein! Oh Gott. Tut mir leid für den Schrei. Ich hätte gedacht, ich falle runter. Oh, Kamera, Mensch. Mach das mal kaputt hier. Und nochmal von neuem hochgehen. Ja, toll. Ich weiß. Und das Ding, das geht schon hoch, ja. Oh Mann. So, diese Kamera. Ja, ich schieb's jetzt wieder auf die Kamera, aber es ist. Oh, die ist hier wieder nix. Automatische Kamera halt. Ja. Kann man nicht von hier direkt darüber. Muss man echt hangeln, bist du durch. Okay. Ja, dann mach. Dann, ja. Keine Ahnung. So, uiuiui. Uiuiuiui. Okay. Ich verstehe das nicht. Warum ruckelt das manchmal? Ja, egal. So. Haben wir jetzt das hier. Den Stein. Und können die Pupolen und runterfahren. Sehr schön. Ja. Ah nein, bleib unten! Oh mein Gott. Der wollte mich wieder mit hochnehmen, aber dankend abgelehnt. So. Ich hoffe, wir sind durch, oder? Wir haben es geschafft. Oder? Du bist doch der Letzte, oder? 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 Ja. Oh mein Gott, nicht hier runterfallen. Ich weiß nicht, ob man hier runterfällt, aber... Ah, da kommen noch mal Affen, stimmt.
Oh Mann. Na komm. Ja, ist sehr schön. Und da ist noch einer. Ah, ich habe jetzt ja. Sehr schön. Okay. Was kommt denn hier noch? Ah, sehr schön. Wir haben es auch geschafft. Ja, sehr schön. Ja, Freunde. Das war Hutama. Sehr geiles Level auch. Mit der geilsten Mucke ever. Okay. Jo, 28 von 28. Wir sind nach wie vor auf 100%. Das ist sehr geil. Okay, dann hoffe ich jetzt mal, dass die Cutscene lädt. Ja, sehr schön. Es hat sich beruhigt, das Spiel, mit den Abstürzen. Und da ist er wieder. Karl, der Wächter des zweiten Vorhofes, muss besiegt werden, ehe du den dritten Vorhof betreten darfst. Das Tor zu Okals Zuflucht steht offen. Ah, das ist jetzt also der Boss. Hey, Moment mal. Können wir den irgendwie schlagen hier oder so? Nee, der verschwindet einfach. Der verschwindet im Boden, okay. Habt ihr gerade gesehen, wie er seine Brille aufgenommen hat? Hat der Kontaktlinsen in seiner Brille? Warum war die Brille blau? Naja, egal. Ja, Freunde, das war Hutama. Hm, wie wir Okal sehen und in den nächsten Vorhof der Hölle gehen, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde jetzt sagen, ich schneide das erstmal zusammen und lade es dann hoch. Und bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wem es gefallen hat, der lässt doch ein Like oder Abo da. Und wem es sehr gefallen hat, der kann auch gerne weiter sagen. Und jo, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.